Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Dennis von TestVenture und in diesem Video werde ich einen TP-Link Powerline Adapter einrichten. Ich zeige die Einrichtung am Beispiel des TP-Link TLPA7017P. Das Ganze funktioniert aber auch für viele weitere Modelle ohne WLAN. Los geht's! Legen wir also los und richten den TP-Link Powerline Adapter ein. Als erstes verbinden wir einen der zwei Adapter mit einem LAN-Port unseres Routers und stecken den Adapter in eine Steckdose. Dabei ist es egal, welchen der beiden Adapter ihr nehmt. Achtet nur darauf, dass ihr keine Steckdosenleiste verwendet, das kann die Qualität des Netzwerks nämlich stark beeinflussen. Verbindet die Adapter also immer mit einer Wandsteckdose. Als nächstes verbinden wir auch den zweiten Powerline-Adapter mit einer Steckdose. Am besten dort, wo ihr gerne einen weiteren Internetanschluss haben möchtet. Die angebliche Reichweite sind bis zu 300 Meter. Beide Adapter sollten sich aber immer noch im gleichen Stromkreis befinden. Nach einiger Zeit finden sich dann beide Adapter automatisch und die Power-LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün. Sollte das automatische Pairing bei euch nicht klappen, sucht euch mit dem zweiten Adapter eine dichtere Wandsteckdose in der Nähe des ersten Adapters und probiert es einfach nochmal. Meidet auch Steckdosen direkt neben Kühlschränken oder Mikrowellen. Sind die Adapter erst einmal gepairt, könnt ihr die Position später auch wieder verändern. Um das Netzwerk jetzt noch abzusichern, drücken wir innerhalb von 2 Minuten an beiden Powerline-Adaptern die Pair-Taste. Beim TLPA7017P findet ihr die Taste unten neben dem LAN-Port. Bei anderen Modellen ist die Taste zum Beispiel an der Seite zu finden. Haben wir das gemacht, ist das System auch schon fertig eingerichtet und einsatzbereit. Jetzt verbinden wir nur noch unseren Computer oder unseren Laptop mit einem LAN-Kabel mit dem Powerline-Adapter und schon haben wir Zugriff auf das Internet. Der TLPA7017P hat keine eigene Benutzeroberfläche, auf die wir zugreifen können. Über unseren Router, wie zum Beispiel die Fritzbox, können wir den Status des Adapters aber einsehen. Öffnet dazu einen Internetbrowser und gebt fritz.box in die Adresszeile ein und loggt euch mit eurem Passwort ein. Je nach Router kann dieser Schritt bei euch abweichen. Danach drücken wir im linken Menü auf Heimnetzwerk und sehen dann unten in der Liste die beiden aktiven Powerline-Adapter. Wenn ich dir also helfen konnte, dass du deinen Powerline-Adapter einrichten konntest, dann würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like, ein Abo oder ein Super Thanks unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, deine TestVenture Crew.